Heute zu Gast im Studio haben wir den CIDO Markus Sontheimer. Letzte Frage. Wir sind auch dabei, ein bisschen mehr auf das Thema Projektarbeit abzuheben. Wir haben schon im Studienprogramm da einiges drin. Aber das ist auch eine Sache, die öfter aus der Industrie an uns herangetragen wird. Kannst du da einfach auch noch ein Wort dazu sagen? Ja, absolut. Also ich meine, es gibt ja nichts, was beständiger bleibt, wie die Veränderung der heutigen Prozesse in Firmen. Ja, ich glaube, wenn man jetzt von meiner Seite, wenn man zurückguckt, dann sieht man eben in den Industrien eben eine Beschleunigung der Veränderung. Mhm. Früher hat man das unheimlich unterschätzt und es kam alles langsamer, als man eigentlich dachte. Ne? Die Menschen haben ihre Behavior langsamer angepasst auf Veränderungen. Die Rahmenbedingungen durch die Digitalisierung und wie heute die jungen Menschen aufwachsen digital, beschleunigen diese Veränderung. Veränderung in Unternehmen legt man an über Initiativen, Programme, Projekte. Also Veränderung findet eigentlich nur dann statt, wenn ein erfolgreiches Projekt geliefert wird. Ja, nicht eine Software gebaut, sondern die Software gebaut, die Software implementiert, trainiert und sie wird verwendet. Also und das sind alles Projekte, die man managen muss. Wichtig aus meiner Sicht heutzutage ist eben, dass man immer noch in der Mischung zwischen Wasserfallprojekten und agilen Projekten arbeitet. Man muss in integrierten Teams arbeiten. Und es gibt eigentlich keine stärkere Organisationseinheit wie ein Team. Ja. Ja, und wir bewegen uns auch in der Industrie natürlich mehr und mehr in fast schon selbstorganisierende Teams. Ich hatte bei Schenker 60 Squads laufen, ja, Teams, die dann zusammen Software bauen, jeder auf seiner Komponente und dann geführt durch starke Architekten. Also Projektmanagement ganz oben dran, das war auch ein Thema selbst, das ich schon von der Hochschule mitgebracht hatte. Ich war ein sehr kritischer Student, dachte immer, was mache ich mit dem allem, wenn ich dann fertig bin. Aber Projektmanagement, die Basis dafür habe ich hier in Esslingen und zwar durch die Art, wie wir studiert haben und arbeiten. Wir haben in Projekten Dinge produziert. Wir haben vor den Professoren Ideen gepitcht. Ja? Und das darf man nicht unterschätzen, wie gut es einen auf den Beruf vorbereitet. Also da kann ich nur unterstützend sagen, Projektmanagement, jetzt noch agil natürlich, absolut wichtiges Thema. Wunderbar. Also Markus, du bist ein Crack. Wirklich ganz lieben Dank. Bleib uns erhalten. Wir wissen, dass wir dich da auf dich zählen können. Du bist eine Riesenunterstützung. Ganz lieben Dank. Vielen Dank dir für die Zeit. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt uns einen Kommentar und abonniert unseren Kanal.